Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dungeons and Dragons Dark Alliance. Ja, wir haben jetzt hier begonnen mit einem komplett neuen Kapitel. So, wir machen jetzt erstmal rüber. Zack, was haben wir denn hier? Jawohl, eine Kiste. Ja, fängt doch schon mal gut an. Sehr schön. Direkt eine schöne Kiste hier gefunden zu Beginn der Folge. Ja, und es wird, denke ich, auf jeden Fall nicht einfacher. Ja. Mit den ganzen Gegnern jetzt hier so langsam. So, da vorne. Das sind die ersten Feinde jetzt. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie stark die jetzt hier sind. Die sprechen miteinander. Was sind das denn für welche? Also auf jeden Fall solche Zwerge. Aber was sind diese Schmalen dort? Ach, das sind auch die Zwerge, okay. So. Oh. Gut, danke dem. Ja, die Zwerge gehen eigentlich ganz gut weg. Das tut mich gerade ein wenig überraschen. Four rune swords must be activated before the entry to the inner mines can be unlocked. Oh, zurück. Oh, ja. Das war jetzt nicht so clever von mir. Aber gut. Erreiche den zerstörten Innenhof. Alles klar. Das sollten wir doch hinbekommen. Halt, Moment, ist da was unten? Ja, da ist eine Kiste. Die holen wir uns. Jawohl, noch mehr Gold. Und ich habe auch gesehen, wir haben bald wieder einen Stufenaufstieg. Und das ist natürlich auch keine schlechte Sache. Da können wir uns bald auch wieder schön verbessern. Hier sind die nächsten Feinde, los geht's. Kommt alle ran. Sehr gut. So. Die Magier ausschalten, los. Komm. Immer schön drauf auf die. Ja, so ist gut. Moment, das Fass dort hinten hochjagen am besten. Ja, kommt näher ran. Und jetzt so. Perfekt. So wie sich das gehört. Ja, kurz Heilung reinhauen. Die eine Fähigkeit einsetzen. Oh, komm, steh auf. Jetzt ist es dran. Mal weiter drauf. Jawohl, besiegt. Sehr schön. Okay, wir schlagen mal hier eine kleine Rast ein. Sowas hat noch nie jemanden geschadet. Und danach tun wir, bevor wir dem Hauptweg weiter folgen, ganz kurz rechts und links mal noch gucken, ob da noch was Schönes rumliegt bei diesen, ich nenne sie mal Bonuswege. Na, mal gucken. Kristalle. Hier ist ein Portal. Na, mal sehen, wo ich hier noch hinkomme. Ich folge auf jeden Fall mal noch kurz den Weg. Und meiner Meinung nach, der ist ganz schön lang. Was haben wir denn hier? Okay, um die kümmern wir uns mal. Kommen aber 100 pro noch mehr dazu, denke ich. Zumindest denke ich das. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas Schönes hier bewachen. Ich kann natürlich auch einfach weiterlaufen. Spricht eigentlich jetzt gerade auch nichts dagegen. So, hier hinten ist nichts mehr. Gehen hier weiter hoch. Komm schon. Immer schön hier durch. Auch da. Zeug. Merkkristallzeug. Oder auch nicht. Hilfe. Tap da hoch. Hier ist nochmal etwas Gold.
Und hier ist noch eine Kiste, jawohl. So, wie komme ich denn hier wieder? Ah, hier komme ich wieder raus. Hä? Nein, hier komme ich nicht hoch. Ich kann auch schlecht einfach runterspringen. Obwohl, dann spawne ich vielleicht wieder drüben. Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. So, das einmal mitnehmen. Sehr schön. Und hier ran. Aktiviert. Sehr gut. Erreiche den zerstörten Tempel. Okay, da müssen wir als nächstes hin. Auf zu diesem Tempel. Hier ganz schnell durchrennen. Hier rüber. Ah, Moment, den Tempel sehe ich, glaube ich, gerade. Das ist das Ding dort vor uns bestimmt, oder? Mal sehen. Der Bereich hier ist sehr groß. Ja, hier wird bestimmt auch ein langer Kampf jetzt kommen, denke ich erstmal. Mal sehen. Weil bei den paar Gegnern wird es bestimmt nicht bleiben. Glaube ich zumindest. Kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche. Ja, los. Hier fangt. Sehr gut. Jetzt weiter drauf auf den. Komm. Der muss jetzt mal weg. Ah, wir lassen liegen. Oh, wir müssen zurück und uns heilen. Fähigkeit benutzen. Und drauf da. Ja, immer weiter. Immer weiter hier. Sehr schön. Okay, jetzt können wir in den Tempel hinein. Der Tempel ist das dort vorne. Ja, aber ich will mal noch kurz hier lang gucken. Einfach mal noch gucken, ob noch was Schönes zum Mitnehmen hier rumliegt. Das wäre nicht schlecht. Naja, wieder so ein Teleport-Ding. Gut, dann gehen wir halt da oben jetzt hin. Ja, und Gold. Tät mich gerade mal interessieren, wie viel wir jetzt schon gefunden haben in diesem Level. Ich denke mal so um die 2000 nur rum. Oder 3000. Und das muss ich auch mal sagen. Ich hoffe, dass in dieser Kapitelreihe, die aus drei Missionen besteht, nicht jede Mission so ist mit so vielen Teleport-Dingern. Solchen Teleportationsdingern hier. Von dem bin ich irgendwie kein großer Fan. So, hier oben ist das Ding, was wir aktivieren müssen. Sehr schön. Jetzt einmal wieder zurück. Da hinten ist noch was. Das nehmen wir mal noch mit. Wir müssen sowieso dort lang jetzt. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, wir müssen hier vielleicht weiter. Ich guck mal ganz kurz hier. Wenn hier kommen wird, glaube ich. Wenn ich mir das so angucke. Ja, das ist alles hier verbunden. Jetzt sind wir wieder hier. Wo wir gegen die vielen Gegner gekämpft hatten. Ja! Wundert auch, dass wir jetzt länger schon keine Rast mehr einlegen konnten. Ja, das würde ich nämlich ganz gerne langsam wieder mal. Hoffen wir mal, dass wir das gleich wieder hier irgendwo können. Bestimmt nach irgendeinem Kampf gleich wieder, denke ich.
Weil ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass jetzt auf einmal der Bosskampf von diesem Level kommt und wir nur einen Heiltrank noch haben und so. Ist ja nicht so schön. Ah, jetzt sind wir hier wieder, wo wir ganz am Anfang waren. Ja, das ist alles miteinander verbunden mit diesen Dingern hier. Mit diesen Teleportationsdingern. Damit ist bei dieser Mission alles irgendwie miteinander verbunden. Wir müssen noch sein Kristallschwert aktivieren. Ja. Ich frage mich gerade, wie viele das ist. Ja, bestimmt mittlerweile schon 4 Stück oder 5 davon aktiviert. So, wir hauen uns mal diesen einen Trank rein. Für körperliche Resistenz. Gut. Zurück. Und drauf. Sehr gut. Ab wieder nach hinten. Und wieder drauf. Oh, Hilfe! Nach hinten. Seid ihr dran? Jawohl, kurzer Rast verfügbar. Ja, die nutzen wir auf jeden Fall. Die nutzen wir hier. So, sehr schön. Halt, das nehmen wir noch mit. Und hier hinten müssen wir jetzt entlang. Aktiviere das Kristallschwert. Ah nein, das Runenschwert am Kristallhain. Alles klar. Was haben wir denn da hinten noch? Oh, Hilfe. Vorsichtig hier rüber. Sehr schön. Liegt hier noch was Schönes rum? Gucken wir noch kurz hier hoch. Ne, das führt anscheinend auch nur wieder zurück. Ah, und hier waren wir ja mal. Ja, dort unten war ja die Kiste. Stimmt. Schnell. Schafft den Sprung. Jawohl. Und da auch noch rüber. Jetzt gehen wir dort rüber. Kurz abwarten. Und Sprung. Sehr schön. Oh, hi. Ja, hier steht jetzt nochmal ordentliche Wachen nochmal davor. Okay, wir hauen mal eine Fähigkeit lieber hier drauf. Los. Schnell. Steh auf. Und Fähigkeit. Los. Nein, ich will die Fähigkeit nutzen. Ich komme auch gar nicht dazu. Was geht denn hier ab? Los, jetzt. Oh, gut. Jetzt muss ich das mal zurück wieder. Ja. Sehr gut. Oh, ausweichen. Gut gemacht. Von uns. Aktivieren. That's the last rune sword. Now to the gate. Sehr schön. Erreiche das Tor zu den unteren Minen. Alles klar. Wir haben alle Kristalldinger gemacht. Hopp. So, den Weg müssen wir nehmen. Ja, und ich hoffe, dass bevor der Bossgegner kommt, ich es vielleicht nochmal schaffe, diese Leiste zu füllen für meine eine gute Fähigkeit. Ist ja wirklich nicht verkehrt. Oh, hier ist das Tor ja schon. Ja, dann schaffe ich es so doch nicht. Gut, dann schnell auf den Bossgegner mal drauf hier. Lass uns das mal mit dem hier aus dem dunklen Raum gehen. Rausgehen hier. Hm.
Hier sind noch mehr von denen, ach du Schreck. Ach du Schreck. Komm, du bist dran. So. Heiltrank rein. Nein, es trinkt doch nicht beide. Er trinkt beide. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, jetzt kann ich den Bosskampf, glaube ich, vergessen. Ich muss jetzt wirklich nur auf den draufhalten hier. Jetzt kann ich es vergessen. Jawohl. Das wäre es jetzt gewesen. Weil er sich zweimal den Heiltrank reingehauen hat. Jetzt kann man sagen, ja, du hast das doch zweimal dann gedrückt. Ja, habe ich auch. Das Problem ist, manchmal reagiert das nicht so richtig. Deswegen drücke ich das manchmal zwei, dreimal. Weil das Problem habe ich auch bei der Leiter, das merke ich nämlich oftmals. Ich drücke dort Viereck, aber der hält sich irgendwie nicht beim ersten Mal fest. Aber gut, wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Und ich würde sagen, wir machen dann jetzt hier Schluss mit dieser Folge. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, da machen wir dann die nächste Mission. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und tschüssi.